Ja, willkommen zurück zu Super Metroid für das Super Nintendo und es geht jetzt hier weiter. Im letzten Part haben wir den Speed Booster gefunden und damit können wir jetzt an einigen Stellen auch weiter. Und das werden wir auch so machen. Okay, dann jetzt hier mal. Da muss ich jetzt schnell sein. Scheiße, jetzt bin ich gesoftlockt hier. Oder? Nee. Gut, dann ist die Stelle doch nicht schlecht designt. Ich hatte immer gedacht, man wäre da gesoftlockt. Aber hier, Samus, rennen, rennen. Aber bis dann plötzlich hier, damit ich hier, ja. Genau. Und hier können wir nicht weiter. Hier haben wir nämlich ein Symbol, das wir noch nicht haben. Wenn ihr euch da oben anschaut, das Symbol haben wir noch nicht. Also hat sich das hier jetzt auch bestätigt, dass das doch nicht schlecht designt ist, diese Stelle. Man kann sich da nicht softlocken. So, jetzt müssen wir erstmal hier durch. So. Dann hier runter. Ey, mach dich zum Ball, du Opfer. So. Warum sage ich eigentlich so häufig Opfer in der letzten Zeit in den Videos hier? So, und hier bekommen wir den Ice Beam. Und ja, mit dem Ice Beam können wir Gegner einfrieren. Es gibt ja auch so einige unbesiegbare Gegner, die wir einfrieren können. Und die können wir dann als Plattformen nutzen. Natürlich auch diese hier. Also die sich besiegen lassen, aber... So. Jetzt geht's nochmal nach oben. Diese hier können wir jetzt auch einfrieren. So können die uns nicht immer anspucken mit ihren... Was auch immer die da rausspucken. Was ist für... Ja, irgendwie solche blauen Feuerbälle, ne? Einfach nur. So. Ja, hier wird jetzt der Ice Beam so gewissermaßen tutorialartig benutzt hier. So. Und genau diese Gegner meine ich. Und die haben wir ja auch schon häufiger gesehen in diesem Spiel. Und von daher... Werde ich das auch so machen? Oder muss ich das auch so machen, dass ich diese Gegner als Plattform nutze? In vergangenen, ja, Gefilden, die wir schon durchquert sind, oder die wir durchquert haben, durch die wir durchgekommen sind, hatte ich im Gedächtnis und, also hatte ich eigentlich geplant zu sagen, aber dann habe ich durchquert. Deswegen passte das Hilfsverb nicht mehr. So. Da ist der Tunnel. Und der Wassertunnel, der gut in Szene gesetzt ist hier. Der hat aber auch noch eine bestimmte Bedeutung, kann ich euch jetzt schon mal verraten. So. Jetzt werden hier ohne Probleme durchkommen. Dankeschön. Jetzt mal wieder Zeit für Backtracking hier. Rücklauf, das Rücklaufspiel ist das hier. Darf man sich in der Rücklaufpyramide nicht beschweren hier, ne? Denn hier ist es auch, muss man auch viel zurückgehen. So ist es nun mal bei so rätselartigen Spielen oder auch bei rätselartigen Levels. Je nachdem, ob das ganze Spiel darauf ausgerichtet ist oder nur an einzelne Levels. Das ist eben. Du Ochsenfrau! Eieieiei. Also ganz ehrlich, wieso sie da nicht gesprungen ist, obwohl ich gedrückt habe. Manchmal ist es so ein bisschen verzögert hier, habe ich das Gefühl. Aber so ein Steuerungsdelay ist nie gut. Der Raum mit diesen... diese Mistviechern da. Oder was heißt mit den Viechern? Also diese... Ihr seht ja diese Schlundel da. Oh Mann, springen, Frau. Springen. Los jetzt hier, du beklopptes Mistvieh. Darf nicht in diese Schlunde rein. Dann komme ich lange Zeit nicht wieder raus. Das ist das Problem. So. Ja, hier waren wir ja noch überhaupt gar nicht. Konnten wir auch noch nicht hin. Aber die Kamera manchmal verzögert mitkommt, das nervt ja total. So.
hier finden wir jetzt was Neues. Oh, sind die Schlunde auch hier? Ne? Weg da jetzt. Okay. Und hier bekommen wir jetzt die Powerbombe. Das ist eine verstärkte Form der Bombe. Und die können wir aber auch nur begrenzt verwenden. Wie ihr sehen könnt, 5 können wir nur verwenden. Und ja. Ja, jetzt seht ihr es mal. Oh, es ist kacke. Ich hasse diese Schlunde hier. Jetzt tun wir wohl nicht so dumm sein, du. Ich hab das wenigstens mal gesehen hier. Ach ja, und die Powerbombe kann wirklich alles auf einem Bildschirm zerstören hier. Alles, was zerstörbar ist. Gegner oder abschießbare Blöcke oder sowas. Oder eben die Symbole auch. Ihr seht ja das Symbol. Dieses Symbol haben wir ja vorhin gesehen, als wir in dieser Passage waren, in der ich dachte, dass man da gesoftlockt werden kann. Was ja nicht der Fall ist. Da war ja dieses Symbol auch. Und diese gelben Türen können wir endlich auch öffnen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, so einige Sachen zu finden, die wir vorher nicht finden konnten. Das ist natürlich so typisch für so ein Metroid-Spiel. So, jetzt zeige ich euch mal die Powerbombe und hier... Und jetzt denkt man, hier ist es ein Schlund, aber nein. Das ist ein Geheimraum hier. So. Oh ja, du dummes... Mann! Wieso kommst du wieder an die Decke? Ich hab doch den Sprungknopf doch nicht so lange gedrückt. So, jetzt kommen wir hier hoch. Ihr habt jetzt gesehen, ne? Sie stand auf der Plattform, hat den Waffenarm nach oben gezeigt. Das heißt, man hat eindeutig gesehen, ich habe nach oben gedrückt. Und die Animation kam erst gar nicht hier. So. Powerbombe. Zack. So, jetzt sind wir wieder in Crateria. So, ich kann hier schon mal im Vorfeld auch schon mal hier das öffnen. Da gehe ich aber jetzt noch nicht rein. Ja. So, jetzt muss ich hier Anlauf nehmen und uiuiuiui. So, und jetzt sind wir wieder beim Raumschiff. Und da gehe ich jetzt rein und dann fliegen wir wieder weg. Tschüss, Planet Sebes. Das ist natürlich nicht so. Hier kann man sich voll heilen und speichern. Das ist doch klasse. Ja, komm. So. Und der Speed Booster kann noch eine andere Sache. Wenn wir jetzt nämlich Anlauf nehmen und nach unten drücken, dann bleibt diese Energie gespeichert. Diese Energie, die wir da freigesetzt haben durch diesen Anlauf, den wir da hatten. Und dann können wir so, ja, habt ihr eben gesehen, so nach oben. Es geht auch zur Seite, aber das brauche ich eigentlich gar nicht hier jetzt. Ah, shit. Ich dachte, ich könnte hier... Scheiße. Ich verschwende die Powerbomben zu sehr. Oh, das ist mies. Moment. Das kann ich doch mit normalen Bomben öffnen. Ey, du dummes Mistvieh. Nur eine dumme Stelle hier. Ich hasse es einfach nur. Aber wir kriegen hier die Energie wieder voll gefüllt. Da es hier einen Energietank gibt. So, jetzt muss ich... Oh, jetzt, das wird jetzt übel hier. Das wird jetzt übel. Hallo. So, ich mache hier erstmal kurz auf. Was geht wieder zu, ne? Du blödes Opfer! Vibe, ey! Ey, wie die nicht
Wie die mich hier verarscht hier, mit dem sie da nicht weitergeht. Hier ist alles Schlampe. Oh, ich hasse die Stelle. Ja, nehmen wir hier wieder Powerbombe, so. Es ist so schlecht gemacht, ganz ehrlich. Immer dauert. Oh. Ja, komm, kein Bock drauf. Ja, egal. Das sind jetzt eben, diese Raketen sind auch richtig bescheuert. So, jetzt brauche ich keine Raketen mehr, um die Mistviecher hier abzuschießen. Sondern das geht jetzt auch mit dem Spacer. Der hätte ja auch schon ausgereicht. Aber auch jetzt Eisstrahler. Aber der Eisstrahler hat jetzt den. Meinen Schuss jetzt auch nicht stärker gemacht, sondern. Ja. Nur die Fähigkeit, eben Gegner einzufrieren. So, jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt kann ich hier so einige Sachen machen. Mal überlegen. Ja, ich glaube, hier rechts könnte ich hier... Oh. So, hier. Und jetzt hier, hoch und schnell durch hier. Gut. Oh Mann, mach doch auf hier. So. Und dann bekomme ich hier nämlich einen Reservetank. Ja, wenn wir jetzt die Energie voll haben und weitere Energie jetzt die Gegner jetzt liegen lassen. Wenn wir diese Energie jetzt aufsammeln, dann wird dieser Reservetank vollgefüllt. Und der ist, ja, dieser Reservetank hat die Füllkapazität eines Kästchens. So, seht ihr die Kästchen? Das ist ja, also darum heißt es ja auch Reservetank, weil es ja ein Energietank, also die Füllmenge eines Energietanks hat. So, und hier haben wir nochmal Supermissile. Ja, die haben wir bisher noch gar nicht erhöht bekommen, ne? Die haben wir nur einmal eingesammelt und erhöht bekommen haben wir sie gar nicht. Warum ich ja eben, ja, so ein bisschen, sagen wir mal, Probleme hatte, ist, weil ich die Powerbombe sparen wollte. Was mir aber nicht so sehr gelungen ist. Brauche ich nämlich gleich noch hier die Powerbombe. Und deswegen, ja, war das schon ein bisschen nervig. So, ach ja, hier. Geht mal. Oh, diese verdammten Drecksviecher! Meine Güte, ich wollte hier anlaufen. Ich wollte euch was zeigen hier. Und zwar hier geht's hier runter und was erwartet uns hier unten? So ein kleiner Geheimgang ist hier. Wir haben den Boden mit dieser Energie aufgemacht. Und da ist er, ja, so ein straußartiges Tier. So, hier können wir jetzt die Energie wieder auffrischen. Aber da wird nur die, werden nur die normalen Energietanks aufgefrischt. Nicht die Reservetanks. Es gibt, ja, Reservetanks, es gibt mehrere. Und jetzt kommen wir hier nach oben und... Boah, das kostet aber auch wieder Energie, ne? Ja, das kostet auch Energie hier. Achso, ich brauche hier nur einfach durchlaufen. Hier. So. Hier war ja auch noch eine gelbe Tür. Und wo ist es jetzt hier? Mann, wo wir halt... jetzt machen. Als ob. Sag nicht, ich brauche jetzt auch hier Powerbombe. Hey, hier kann ich noch gar nichts machen, ne? Hier kann ich doch noch gar nichts machen. Jetzt habe ich eine Powerbombe verschwendet, oder was hier? Hä?
Hä? Wo war denn das? Wo ich die brauche. Toll, jetzt habe ich zwei Powerbomben verschwendet, die ich eigentlich gar nicht... Oder was hier oben? Ja, hier oben, ne? Jetzt habe ich aber keine Powerbomben mehr. Jetzt kann ich mir tatsächlich in den Arsch schleifen. Das klingt ein bisschen seltsam. Ich meine, in den Arsch speisen, nicht kneifen. Keine Ahnung, wie ich auf Kneifen komme. Ich glaube, ich kriege hier noch Powerbomben, ne? Oh, gut. Meine Fresse. Habe ich einen Schreck bekommen. Ja, da wo ich eben diese Powerbombe da gezündet habe, da brauchte ich noch gar nicht hin. Oder konnte ich auch noch gar nicht hin. Jetzt muss ich aber hier wieder, ne? Oh, lame. So, jetzt sind wir hier, wo wir hier den Morphing-Ball gefunden haben. Denn es gibt hier auch noch was zu finden. Was anderes noch. Und zwar gibt es einen Energietank. Und ja, von der Architektur her sieht das hier tatsächlich so aus wie in Metroid 1. So. Achso, die Lebewesen sind noch hier. Oh, Mistviecher. Nerv mal nicht rum hier. So, irgendwo war hier ein Energietank, genau. Einsammeln. Die Hitbox der Sammelgegenstände ist auch nicht gerade gut. So, dann haben wir den Energietank hier und dann war es das, glaube ich, auch erst einmal mit den Sachen, die wir machen können. Dann geht es jetzt wieder zurück nach Norfair. Ärgern, dass ich jetzt unnötigerweise in... Ja, egal. An der einen Stelle brauchte ich ja sowieso die Powerbombe, aber an der anderen habe ich die verschwendet, leider. So. Oh, ich hasse das. Wo seid ihr denn? Ja, einer ist da, glaube ich, noch, ne? Die musste ich auch besiegen, um hier wieder zurückzukommen. Hat er mir jetzt eine Powerbombe? Ja, ich glaube schon, ne? Powerbombe gegeben. Ich habe jetzt wieder 4. Ah, so, sehr gut. So. Komm, ich muss hier nicht alle besiegen jetzt hier. Einfach schnell durch muss ich hier. Okay. Ja, hier könnte ich auch eine Powerbombe legen, aber da kann ich auch noch nichts machen. In der derzeitigen Ausrüstung hier. Ach ja, ihr seht ja jetzt rechts neben der Energie oder beziehungsweise links neben den Raketensymbol seht ihr ja ein Symbol, da steht Auto und das ist eben hier, ja, man kann das auswählen, ob jetzt die Reservetanks die Energie automatisch auffüllen sollen oder ob man das manuell machen möchte. Ich wähle es immer automatisch aus. Weil wenn meine Energie leer ist, ne, dann kann ich sowieso nichts mehr machen. Dann möchte ich ja nicht mich noch darum kümmern, jetzt, dass die Reservetanks die Energie wieder auffrischen. Dann kann ich das auch gleich automatisch machen. So, hier hatten wir ja auch noch eine gelbe Tür gehabt. Und die öffne ich dann. Ah, ich kann hier währenddessen nicht die Powerbombe ausrüsten. Ey. So, was ist hier? Genau, hier bekommen wir die Karte endlich mal von Norfair. Und schaut euch das hier an. Das ist aber noch nicht die komplette Karte. Denn Norfair ist, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, der größte Sektor in diesem ganzen Spiel hier. Später müssen wir sowieso nochmal hier zurück.
Aber das zur entsprechenden Zeit dann. So, jetzt können wir hier endlich weiter. Ja. Powerbombe. Hier hätte ich jetzt einfach nur den Speedbooster verwenden können, ne? Ah, nee, die hätten mich getroffen. Ich will ja aber Powerbomben auffrischen. Wieso sind die eigentlich noch ausgerüstet? So. Denn die Powerbomben brauche ich ja noch ein paar Mal jetzt hier gleich. So. Ich glaube, hier muss ich schnell sein, oder? Ich mach's einfach mal. So. Oh, hier, oh. Ja. Erstmal schnell mal speichern. Ach komm! Spring doch vernünftig. Meine Fresse hier. Jetzt kommt gleich ein Miniboss. Den machen wir auf jeden Fall in diesem Part auch noch. Und dieser Mini-Boss heißt Krokomeier. Das ist dieses Vieh hier. Wow. Den kann man nicht besiegen. Also jetzt so im herkömmlichen Sinne besiegen. Man muss ihn nämlich nach hinten treiben. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen. Von daher kann man ihn schon besiegen, aber jetzt nicht durch Schüsse, sondern... Ja, gut durch Schüsse, mittelbar durch Schüsse, wie ihr sehen könnt. Ey, wieso hat das ihn nicht nach hinten getrieben? Hey, hallo, nach hinten. Ey, das ist unfair. Wieso wird er dann nicht nach hinten getrieben? Nur weil er diesen Schlund... Oh, das ist so dumm gemacht. Diese Scheiß... Ja, genau. Wieso? Dumme Lampe, schieß doch mal vernünftig, mein Gottes, ey. Oh, es ist ein Drecks. Ich habe noch nie so große Probleme gegen den gehabt, wie jetzt hier. Ausgerechnet jetzt, da ich das aufnehme jetzt. Ja, natürlich! Es macht ja gar nichts mehr, oder was? Ich schieße die Raketen. Mir scheißegal jetzt hier. Hier einfach verarscht. Du sollst ihn treffen, nicht die Geschosse. Alter, jetzt reicht's mir hier mit dem Bastard. Ey, das bringt überhaupt nichts. Ja, du dumme... Ohne auf Zebes hier Abstand halten. Hallo. Diese Scheiße mit diesen Geschossen da. Warum kann man die abschießen? Du olle Schlampe. Gemacht.
Sag mal, wie weit muss ich ihn denn noch dahin treiben da? Irgendwann ist doch mal gut hier. Diese scheiß Geschosse! Meine Güte, es reicht doch irgendwann. Der verarscht einen! Alter! Oh, jetzt wird innerlich verreckt. Das ist schon grausam. Das war jetzt, also der Kampf, der lief richtig schlecht hier eben. Also muss ich ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, warum die manchmal nicht getroffen hat, die olle Schlampe. Ja gut, wenn er den Schlund zumacht, das ist, weiß ich nicht, das war irgendwie seltsam eben. Dass man die Geschosse da, dass man nicht einmal durch die Geschosse durchschießen kann. Oh, jetzt kommt er wieder hier als Skelett hier. Oh, ihr habt ja gesehen, wie elendig er eben verreckte hier. Und jetzt kommt er wieder, jetzt müssen wir noch in der zweiten Phase gegen ihn kämpfen. Oh. Nein. Eine Phase hat ja auch gereicht, ne? Also, ja, das war's jetzt mit diesem Part. Im nächsten Part sehen wir uns ja wieder. Dann schauen wir uns hier weiter um. Bis dann und tschüss.